Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute befinden wir uns mal wieder bei Sims 4 Studio. Und was könnte das bedeuten? Wir stellen mal wieder Custom Content. Ich habe schon mal so ein Video gebracht. Das könnt ihr euch hier oben ansehen. Das werde ich hier verlinken. Da könnt ihr das euch gerne ansehen. Es wird auch noch meine Endcard verlinkt sein, falls ihr erst das hier gucken wollt und dann das andere. Weil letztendlich ist es egal, in welcher Reihenfolge ihr es seht. Ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht, was wir machen könnten. Es wird halt vor allem T-Shirts und so geben und, ja, weil ich mein Make-up hatte letztes Mal ja nicht so gut funktioniert, deswegen dachte ich so, wenn ihr das wirklich runterladen wollt, dann soll das halt auch schon halbwegs in der Schicht sein zumindest. Und ja, wir gucken mal, ob wir was finden zu dem, was ich halt so vorhabe. Also erstmal habe ich sowas vor, dass man halt quasi ein Polo-T-Shirt nimmt, dann, dass dann halt da quasi was rausguckt. Das wäre halt eine Idee. Also ich habe halt auch schon ein paar Sachen gegoogelt, wo ich dann halt quasi mir die Sachen runterladen kann. Deswegen wäre das halt so eine Idee. Here you go. Okay, nehmen wir weiß oder schwarz. Also ich meine, ich könnte natürlich auch eine bunte Farbe nehmen, aber das würde dann weniger anziehen. Deswegen, ich glaube, ich nehme schwarz. So, und jetzt muss ich dann erstmal das exportieren. Tada! So. Und wir kümmern uns jetzt quasi nur um diesen kleinen Bereich. Und ja. Also was ich vorbereitet habe. Wir haben hier zum Beispiel ein Mimigma. Also für dieses spezielle Ding, was ich dafür vorbereitet habe. Dann ein Evoli, Pikachu, Rilakkuma und Stitch. Ich muss jetzt erstmal Bilder suchen, die halt gut dazu passen. Und dann sehen wir uns gleich. Wir fangen mit Stitch an. Das Bild ist aber nicht so hohe Qualität eigentlich, ne? Das sieht ja schon viel besser aus. So, und dann nehmen wir das und schieben das erstmal runter. Wir müssen das auf jeden Fall kleiner machen. So, weil auch ganz cute, glaube ich. Ich glaube, das ist ganz süß. Und das sieht doch schon ganz gut aus. Das ist, glaube ich, auch nicht so krasse Qualität, aber es sollte schon okay gehen. So, das müssen wir jetzt auch wieder kleiner machen. Ich denke, so sollte das in Ordnung gehen. Oh, ich glaube, das kann richtig süß aussehen. Yay! So, dann machen wir jetzt mit Pikachu weiter. Und auch das muss ein bisschen kleiner gemacht werden noch. Yeah! Oh mein Gott, ich freue mich so. Als nächstes kommt das Mimigma. Und dann kommst du auch in dieses Täschchen rein. Yay! Das sieht echt süß aus. Vor allem sieht man hier noch diese anderen, also die eigentlich richtigen Augen. Und ich glaube, das ist genau das, was es ist. Es ist einfach perfekt, oh mein Gott. So, und es fehlt nur noch Rilakkuma. Perfekt. Oh, ups. Da habe ich mir gedacht, wir drehen das, weil sonst ergibt das irgendwie nicht so viel Sinn. So, und dann haben wir das alles fertig. Schön. Dann speichern wir das jetzt ab. So, und jetzt habe ich was ganz Besonderes mir überlegt gehabt. Also ich habe mir was ganz Besonderes überlegt, denn ich gucke ja gerne die liebe Nina, die Simfinity. Und ich dachte, jetzt, wo sie ihren neuen Merch rausgebracht hat, könnte man doch eventuell was davon machen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass wir dieses Motiv hier nehmen und dieses hier. Und denn dann kann man das halt in ein Package packen und dann hat man halt das hier. Und dann halt das hier. Warte, das müssen wir auch in die Farbe machen, weil ich will das in derselben Farbe haben. Kann man das nicht umstellen? Hilfe. Wieso? Hier. Danke. Man merkt, ich bin wieder direkt überfordert mit meinem Leben, aber das ist schon okay. So, ich muss halt dann nur die Bilder abspeichern und dann werden wir das ausschneiden und dann versuchen wir, also ich gucke, ob ich halt ein Oberteil finde, was vielleicht diese Farbe hat, also ein T-Shirt, aber wenn nicht, sonst muss ich das halt einmal umfärben oder so. Aber das ist halt eher eine schwierigere Aufgabe, deswegen müssen wir erstmal gucken, ob wir vielleicht Glück haben und es das in dieser Farbe gibt. Sonst müssen wir eine andere Farbe nehmen. Aber das wäre doof. Und ich nehme die Farbe einfach und dann wird das schon passen. Ich habe es geahnt. Wir haben nichts in der Farbe. Ach Mann. Oder wir sagen dann, wir nehmen beides in weiß. Das wäre natürlich dann halt quasi einfacher für mich. Weil es gibt halt beides in weiß. Ne? Und dann, wir nehmen das in weiß. So, das sieht doch gut aus. Das kommt halt da, glaube ich, auch am ehesten noch hin. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt das und das wird schon irgendwie okay aussehen. Und wir müssen das wieder exportieren. Und wir haben jetzt ein neues Dokument. So, und hier haben wir das erste. Wir fangen mit dem Simfinity-Logo an. So, und wir machen das jetzt so. Und jetzt ist die Frage,
Können wir das umkehren? Weil jetzt ist ja das quasi, dass ich das außenrum nicht benutzen kann, sondern nur da drin. Das ist ein bisschen schlecht. Ich bin einfach intelligent und verschiebe es einfach. Oh mein Gott. Ah, mein Kopf. Mein Kopf hat mal was richtig gemacht, ey. Ich bin stolz. Es hat sogar schon genau die richtige Größe. Jetzt ist die Frage, wo genau saßen das? Doch, das kommt hin, denke ich. Wir nehmen das jetzt einfach so. Es wird schon passen. Yay. Aber es geht nicht ganz rum, ne? Also es müsste quasi noch ein bisschen kleiner sein. Gut, das kriegen wir aber hin. Das schaffen wir. Das sieht doch super aus. Gut, dann fügen wir noch ein Swatch hinzu, denn wir wollen natürlich auch das Frozen-Ding haben. Ich denke, das wird da ein bisschen komplizierter werden, ehrlich gesagt. Aber ist mir egal. Weil ich will das haben. Das ist cool. Das möchte ich in meinem Spiel haben. Weil ich habe leider gerade nicht so das Geld dafür. Und, ne, da kann man das doch jetzt einfach so machen. Also Leute, wenn ihr kein Geld habt, erstellt euch einfach das Ganze als Custom Content in Sims. Dann habt ihr es wenigstens in Sims, ja? Das ist besser als gar nicht, oder? Das ist, wie ich es haben wollte. Oh mein Gott, ich bin so stolz auf mich. Das ist mir noch ein bisschen groß, ne? Aber wenn ich das hier so sehe, das ist kleiner. Das sieht doch gut aus. Wenn man das so nebeneinander legt, passt doch. Dann haben wir das Infinity-Ding auch fertig. Und jetzt für die letzten Sachen habe ich halt noch so kleine Sachen. Also halt. Oh, das wollte ich nicht. Das war noch so geöffnet. Weil ich habe darunter nämlich das hier gefunden. Und man kann da halt diese ganzen Sachen aus Sims, die würden natürlich dann richtig gut ins Spiel passen. Die kann man alle hier downloaden. Auch einzeln und so. Und ich speichere mir die Seite auf jeden Fall ab, weil ich werde die bestimmt auch für meine Thumbnails öfter mal benutzen. Weil wenn die hier auch diese Icons und so haben, ist das schon nice. Aus den Sachen möchte ich auf jeden Fall Backprints machen, weil da passt das halt mit den Blumen auch irgendwie voll schön, finde ich. Also wenn ich hier irgendwas mit Blumen nehme, möchte ich auf jeden Fall. Deswegen müssen wir jetzt gucken, ob wir irgendwas mit Blumen, also nicht mit Blumen finden, sondern irgendwas finden, wo ich halt schön Blümchen auf dem Rücken machen könnte. So ein Pullover ist so am ehesten das, wo ich das so drauf sehen würde, wo man halt so Backprint hat und so. Deswegen nehmen wir das. Und jetzt müssen wir uns halt hierum kümmern. Dann kann man so über den ganzen Rücken tragen. Auf jeden Fall. Wow. Das sieht so schön aus. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass es in-game auch schön aussieht. Ah. Okay, das ist sehr, sehr random. Aber ich finde, das ist irgendwie. Es passt ins Spiel so. Das ist so dieses. Keine Ahnung, das würden so Leute, die. Ja, ich weiß nicht, was für Leute das tragen würden, aber irgendwie passt es ins Spiel, deswegen werde ich es einfach hinzufügen. Ich denke, es ist ein Swatch sein wird, der eher weniger benutzt wird, aber egal. Gut, dann speichern wir das mal. Und ja, ich denke, wir gucken uns das jetzt gleich im Spiel an. So, und wir befinden uns jetzt im Spiel. Wir haben jetzt ja nur Oberteile gemacht, aber das ist schon okay so. Und ich bin sehr bereit für die ganze Sache. Ich freue mich sehr. Okay, wir klicken das erste an. Es ist das mit Stitch und das sieht echt ganz süß aus. Also, ja, also es sieht auch gut im Spiel aus, weil das ist ja immer so eine Sache. Also mit größeren Boobs ist es halt ein bisschen schwer, aber man kann tatsächlich sogar so große Boobs haben und es sieht nicht scheiße aus. Und das ist immer so eine Schwierigkeit mit CC. Weil so sieht es natürlich schlecht aus, aber wer hat solche Brüste? Also es ist unwahrscheinlich. Und wenn ihr normal große Brüste macht oder halt so schon, die schon relativ groß sind, finde ich, ist alles tipptopp. So, dann gehen wir durch die Swatches. Das Evoli sieht ein bisschen verkrüppelt aus in der Größe, aber man kann jetzt ein bisschen, ne? Also das sind relativ normal große Brüste, denke ich. Da ist das schon okay. Ne? Das Pika ist super. Das Migma ist super. Und das sieht so süß aus. Da sollte man aber auch nicht unbedingt krass größere Brüste haben. Aber es ist okay. Ich bin zufrieden auf jeden Fall mit dem Teil. So, und dann gehen wir zum nächsten. Das ist das, wo der Rücken halt ist. Das sieht schön aus. Das sieht sehr, sehr schön aus. Das würde ich auf jeden Fall auch jemandem geben. Und das ist halt so ein bisschen. Wie gesagt, es passt aber irgendwie ins Spiel, weil irgendwie ist das so was Randommäßiges, was halt EA irgendwie auch macht. Deswegen. Es ist halt ein bisschen trashig. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber wie gesagt, man muss es ja nicht nutzen. So, und jetzt kommen wir zu meinem Highlight. Ich hoffe wirklich, dass das gut aussieht, weil es wäre so cool. Und wir drücken jetzt drauf. Und es sieht. Es sieht tatsächlich gut aus. Auch mit relativ großen Brüsten. Also, es sieht jetzt nicht perfekt aus. Ich bin aber halt auch einfach kein CC-Ersteller. Das mache ich ja jetzt quasi nur einfach so.
Und dafür finde ich es sehr, sehr cool. Vor allem, weil ich das endlich halt in einem Spiel haben kann. Und das ist auch sehr, sehr schön. Also ich glaube, es würde normalerweise ein bisschen weiter unten sitzen noch. Aber ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Also ich würde es jetzt nicht nochmal neu machen, weil, ne, ich meine ja nur. Also wir können ja nochmal gucken. Ach nee, ich habe das schon gar nicht mehr offen. Ich habe das gerade eben geschlossen gehabt. Also wir können also nicht gucken. Sorry. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden und ich finde, man kann das halt auch so benutzen. Also wenn ihr Simfinity Merch haben wollt, dann könnt ihr das auf jeden Fall downloaden. Ich werde alles zum Download bereitstellen. Ihr werdet erkennen, was was ist. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Das hier war eine Menge Arbeit. Ich habe 3/4 Stunde gebraucht für 3 Oberteile. Und das ist ja letztendlich quasi nur, oh, ich lege ein PNG drauf und gucke, ob es gut aussieht. Und das dauert schon so ewig. Also Leute, die 3D-Meshes erstellen, ihr seid einfach nur krass, Leute. Wow. Also man muss einfach wirklich schätzen, was diese ganzen Creative Sim-Ersteller. Nee, nicht ganz. Was die ganzen Custom-Content-Ersteller so leisten. Weil ich meine, ich habe jetzt nur Recolors gemacht. Und es dauert wirklich, wirklich lange, vor allem halt zu testen, bis alles funktioniert. Und die machen das ja auch ewig lange, dass das wirklich mit jeder Brustgröße funktioniert und keine Ahnung was. Und ich denke mir so, wow, ihr steckt da sehr, sehr viel Arbeit rein. Und ich weiß es sehr zu schätzen. Das nächste Mal, wenn ich CC runterlade, dann werde ich das doch mehr zu schätzen wissen, dass ich mir denke so, wow, sieht alles so cool aus. Und ja, ich werde die Sachen, glaube ich, in meinem Spiel lassen. Ich finde sie eigentlich sehr, sehr cool. Deswegen werden sie wohl in meinem Spiel bleiben. Wie gesagt, ich habe unten einen Link, einen Mediafire-Link. Da könnt ihr dann aussuchen, was ihr downloaden wollt. Und ihr werdet erkennen, was was ist. Und dann könnt ihr halt nur das runterladen, was ihr möchtet. Gut, wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Bis dahin und tschüss!